zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Bautopia. Ich habe ja letztes Mal hier ein bisschen die Stadtteilplanung gemacht mit dieser Mauer. Dann habe ich hier den wunderbaren Elektrozaun angelegt, damit vom Friedhof natürlich auch die Zombies nicht runterkommen. Naja, und ich habe ja da hinten die Kathedrale angefangen. Und heute werde ich mich aber erstmal noch ein bisschen diesem kleinen Stadtteil hier oben widmen, weil hier muss ja natürlich noch eine Mauer dran. Ne? Also so geht's ja nicht. Und deshalb ziehe ich die erstmal hoch. So. Oh, das ist aber sehr hoch. So hoch wollte ich die eigentlich gar nicht. Das war jetzt dumm von mir. Eigentlich nur so hoch. Aber gut, kann ich ja schnell wegfliegen hier. So, diese Höhe kann man gut schnell abbraten. Aber, ne, wie immer bei Tag ist das natürlich angenehmer. So, so hoch muss der Stadtteil hier wirklich sein. Nee, also da trage ich lieber noch ein bisschen was ab hier, weil das gefällt mir nicht. Das wirkt direkt so bollerig. Also das mache ich nicht. So, also diese Höhe hier, die reicht ganz locker oder sogar noch eine tiefer, wie hier vorne ist. Ja, wie ich es ursprünglich gemacht hatte. Okay, das machen wir wieder weg. Ja, passiert, ne, dass wir hier so ein Design-Flop. Okay, das reißen wir alles wieder ab. So. Und hier drüber, vielleicht wird sie noch einen höher, aber das ist jetzt erstmal egal. Ich muss erstmal alles das hier, was über diesem Level ist, erstmal alles entfernen. So, aber das geht ja ganz gut. Mit der Schaufel ist ja schnell, ne? Okay, das ballern wir mal weg. So, das hier auch nochmal. Ach ja, doch, ist noch ein Stückel, was er weg muss. So, machen wir das mal weg. Wollt ihr eine Sachsen Edition hier auch bei Bautopia mal? Hä? Dann schreibt es in die Kommentare. So. Oh, zack, 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 zack. Mache ich direkt hier die Mauer auch noch mit. So. Hätte ich auch schneller haben können mit dem Builderswand, aber ich habe natürlich wieder nicht geschaltet, ne? So, das kommt alles weg. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, das hier. Und das hier auch noch. Oh, jetzt habe ich das da drüben weggerissen. Aber ist ja auch erstmal Latte. So, ich baue erstmal die Burgmauer auf. Ne? Man will ja sicher sein, nicht, dass die uns hier untergraben, ne? Also, so geht's ja nicht. So, das muss noch weg. Hier nochmal ein Löchskin rein, um reinzuspringen. Okay. So, einen höher kann das Ganze dann aber doch ruhig, finde ich. So, tolle, graben wir erstmal das hier weg und da sind wir so fick Blumen, weißt du? Diese Scheiße, ich hasse die echt. Weil die musst du immer einzeln wegmachen, das nervt einfach. So, hier die Ebene noch weg, den Baum noch eben angeranzt, hier, da kaputt geht, ne? Nickelnagel reingeschlagen, damit der Baum verreckt. Aber nicht machen, Bäume sind cool, ne? So, das mache ich mal weg hier, da auch noch. So, dann kann ich ja jetzt eigentlich wieder hier anfangen, durch die zwei hohen durchzugehen. Das finde ich immer ganz angenehm, weil da kann man auch so ein bisschen rings um sich rum spammen. So, mein Gott, manche mieten sich einen Bagger dafür. Ich crafte mir einfach so eine geile Schaufel, weißt du, so sieht's aus, ne, ist klar. Sutterle, okay. Das kann noch weg, das hier auch alles. So. Okay. Das hätten wir. Das ballern wir mal weg. So, tolle. Ja, tut mir leid, Leute, aber das Erdreich muss weichen. Ja, anders geht's jetzt nicht. Aber ich bin ja auch gleich fertig. So. Zack. Zack, zack. So, und als nächstes mache ich dann gleich erstmal den Weg, also die Anbindung vom Weg zu dem Aufgang zum Friedhof. So. Und danach widme ich mich sofort dem Friedhof, Freunde, ja. Aber, ne, man hat auch seine Pflichten halt hier. Zum Beispiel die Erde wegzuräumen und alle in der Tasche zu behalten. So, ja, baut die ab und die ist weg, komischerweise. Schon sehr merkwürdig alles. Okay, ich kann das ja auch so machen. Den Weg, eigentlich wollte ich ja nicht so nah an der Wand vorbeiführen, ne. Ich mache den mal hier so lang. Das ist dann so die äußere Kante vom Weg und der führt natürlich dann hier hin. So, kann ich das erstmal alles wegreißen. So, und Usgrabe, ne, Usgrabe. So, und dann geht's quasi hier lang. Das ist der Weg, ne, okay. So, zack, zack. Aber warum denn so tief? Brauchen wir gar nicht. Eigentlich brauchen wir hier gar nicht noch diese Stufe. So, weil eigentlich wäre das die Höhe. Aber ich finde das schon schöner, wenn die Stufe bleibt. So, ist hier außen auch einer? Oh, was ist das denn hier? Hier habe ich aber Auge schlampf, wa? So geht's ja nicht hier. So, zack. Haben wir doch schon alles. Okay.
Das schütten wir mal auf hier, das Stückchen. Und das auch. Und das auch. Und das auch. Das hier auch. Ma, du dämliche Made da. Ja, oder zumindest aus dem Loch ab, weißt du? So. Das schütte ich noch auf. Dann kann man ja ruhig hier nochmal ein bisschen erhöht auch noch ein paar Häuser hinmachen. Ne? Also es ist ja kein Problem. So. Ich will aber hier einen runter wieder. Also brauche ich die Treppe gar nicht so hoch bauen. Zack, zack. Zack, zack. Okay. Dann hätten wir doch hier gleich die drei breiten Weg. Ma, da doch nicht hin. So, jetzt brauche ich wieder mein Dingens. Meinen guten Bilderswand. Ich liebe den. Der spart mir so viel Zeit und so viel Geklicke. So viel Lifetime meiner Maus spart er mir. Aber passt schon, ne? Passt schon. Ich mache auch viel, ich erwische mich sehr oft dabei, dass ich einfach mit dem normal von Hand alles platziere. So, das kann erstmal hier raus. Soll ja schönes Bauland sein, ne? Und schön grün wirken. So, alles weg hier. Das kloppen wir weg hier, die Kacksteine. Kann ich da nämlich auch noch ganz schnell gleich Rasen reinmachen. So. Muss ja alles sexy sein hier, ne? Okay, dieser Stein kann eigentlich auch weg. Das mache ich jetzt aber mal mit chirurgischer Präzision. Weil ich will die Mauer dahinter nicht kaputt machen, ne? So. Wie gesagt, erst die Anbindung zum Friedhof, dann Friedhof weiter. So. Hier muss ja ringsherum auch der, klein gebrickte Skystone, sag ich jetzt mal, ne? So. Das kann alles weg. Die Reihe Steine mache ich auch noch weg. Und dann brauche ich aber wieder Rasen, den ich gerade leider weggespammt habe. So. Okay. Das machen wir mal zu, das machen wir zu, das machen wir zu, das auch. Zack, 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 zack. So, das machen wir hier zu. Das tauschen wir noch schnell aus von Hand. Und dann kann ich ja jetzt ringsherum schon bauen, bis auf hier. So, die Furche, die ziehe ich auch noch hier rein. Sotali, Heterli, ne, Sotali, da haben wir es doch. Und jetzt brauchen wir den Sky Small Stone Brick, ne, so. Den haben wir hier überall, nein. So, ma. So. Sieht immer schöner aus, finde ich, wenn der nochmal so eingefasst ist. Also, finde ich schon cooler. Auch wenn es so ein bisschen doppelt gemoppelt ist durch diesen Rand, den es diese Textur ja eh schon hat. Aber ich finde das so geil. Okay, dann machen wir es doch so. Hier geht die Mauer direkt einen hoch. So. Und hier kommt dann irgendwo direkt die Treppe hoch. Oder ne, ich mache hier die Treppe, glaube ich. 1, 2, 3. Oder ein bisschen tiefer. Weil wenn ich jetzt hier die Treppe mache, wäre ja quasi hier schon wieder spätestens die Mauer. Aber da könnte ich eigentlich noch so Bänke und sowas hinmachen. Dann mache ich das auch so. Dann ist das hier zu. So, 2 hoch. Man will ja von oben auch nicht runterfallen. Oder ich mache da noch eine kleine Mauer hin. Mal gucken, mache ich auch, glaube ich. So, dann noch so kleinere Mäuerkes. Okay, so, Dalle, dann kann ich das hier auch abmauern. So. Auch da kommt nur eine kleinere Mauer hin. So, also diese, wie die weißen hier quasi, aber natürlich in einem anderen Farbton, glaube ich. So, dann kann ich mich jetzt endlich hier dem Weg widmen. Hier mache ich mal direkt noch eine rein. Und dann kann ich ja eigentlich schon von hier anfangen zu spammen, ne? Ja, Spam, yeah. Wenn ich nicht überall zwischendurch die Scheiße auf dem Boden wäre, damit ich da nicht langfliegen kann, weißt du? So, okay, dann bin ich ja jetzt schon... Wo bin ich denn jetzt hier? Ah, klar, hier geht's einen hoch. So, die mache ich so innenliegend. Und hier bauen wir dann noch direkt hier mal den Kiesweg weiter. So, ma. Ma. Genau, weißt du? War jetzt so klar. Musste jetzt sein. Wo habe ich denn hier die Small Skystorm Bricks? Weil die brauche ich jetzt als nächstes, um auch diesen Weg hier einzufassen. So, zack. So. Ist vielleicht dann auch ein Friedhof, der späteren Größe oder meiner geplanten Größe der Stadt auch dann mal angemessen ist, ne? So, weil hier sollen natürlich halt 11 Millionen Menschen wohnen in der Stadt, ne? Also 11 Millionen NPCs. Das ist auf jeden Fall meine Vorstellung. Nein, natürlich nicht. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Eher so 10,5 Millionen. Also. Aber egal. Ich mache jetzt erstmal hier kurz das Mauer ich mal eben ab. Hier kommt dann auch nochmal eine kleine Dingens hin. So eine kleine Zierwand. So. Heterle, sotele. Da haben wir das doch. So. Okay.
Das haben wir abgemauert. Hier kommt ja später ein Mausoleum rein. Und dann kann ich ja eigentlich schon mal nach diesen Walls gucken, von denen ich die ganze Zeit rede, ne? Die bestimmt hier ganz toll reinpassen. Bin ich mal gespannt. So, Sealed Bricks Dingen. Finde ich schon mal so vom ersten Erscheinen her ganz gut. Auch wenn es schwarz ist und man es so schlecht erkennen kann. Oder natürlich, wenn ich das jetzt habe, nehme ich die hier. Ja, die finde ich eigentlich ganz sexy so. Aber ich glaube, hier werde ich mir das ein bisschen aufteilen. So, das brauche ich nicht. Und ich brauche nochmal diese Steine hier irgendwo. So, ich mache immer drei erstmal. Mal gucken, wie das dann am Ende auskommt. Passt, perfekt. So, welche hatte ich jetzt? Diese hier, ne? Die sind nämlich irgendwie schön dunkel im Verhältnis nochmal zu dem Skystone. So, der jetzt hier drunter ist. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kann ich eigentlich schon mal setzen. Ich weiß ja, dass es passt. Und dann sehe ich jetzt auch, ob ich symmetrisch gearbeitet habe. Und wie ihr gerade sehen konntet, habe ich. So, da haben wir doch schon mal diese Mauer. Wo wollte ich die jetzt noch hinmachen? Ich wollte die noch hier hinmachen, aber vielleicht kann ich hier auch eine andere hinmachen. Vielleicht eher sowas hier. Vielleicht so eine kleine dunkle Nähe. Also ich finde die andere, die passt schon sexier dazu. Okay, machen wir doch lieber die hier hin. Die sieht auch durch diese kleine Brickung, durch diese kleine Ziegelung, finde ich die echt schön so. So, zack, da hätten wir sie zu. Ich glaube, ich mache es einfach so, ich mache einfach hier alles erhaben, sodass man hier quasi nur durch, oder ich mache nur die hier noch was erhaben, oder höher meine ich jetzt, das heißt erhaben. So, das machen wir mal weg hier, ich mache es nicht erhaben, ich mache es auf die gleiche Höhe. So, zack, 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 dann kann ich eigentlich das hier direkt voll machen, so. Und das kriege ich jetzt so schneller abgebaut, bevor ich die Schaufel ausgewählt habe, glaube ich. So, mal hier mal noch eine in die Mitte rein und hier, damit das Gras schneller wächst, ne? Hier muss noch einer hin. Wo haben wir es? Da. So. Zack. Okay. So, das sieht auch schon mal gut aus, aber ich habe die Seite hier komplett vergessen. Wie konnte mir das nur passieren? Also das geht doch nicht. So, komm hier, hau rein, gib Schubrakete. Muss schneller gehen. Ach, und da oben muss ich das ja auch noch machen. Oh Mann, ey. Schade, dass ich nicht sagen kann, dieses Areal füllen mit dem und dem Block, das wäre geil. Außer natürlich, ja gut, mit dem Editor könnte ich das machen, aber das ist natürlich... Ein Editor ist irgendwie nicht so das Feeling, als ob man es alles schön aus der Hand gebaut hat, so finde ich. Also, das gehört auch so ein bisschen dazu. Okay. Wo man es ja beim Editor auch mehr oder weniger aus der Hand baut. Aber irgendwie, da ist die Atmosphäre, ja, die fehlt, ne? Die schöne Atmosphäre. So, das hier war was, ne? So, so. Dann noch das hier, so, zack. Das ist dann der Eingang und das nehme ich mal weg und mache es so. Kommt man dann hier rein? Irgendjemand hat mir geschrieben, aber kann ich jetzt nicht gucken, ne? Will ich vielleicht hier auch noch sowas drauf haben? Dann oben vielleicht ein Kreuz drauf auf dem mittleren nur oder so. Das wäre auch nochmal geil, ne? Gucken wir mal, wie das aussieht, wenn ich das hier alles so mache. So, zack, zack, zack. Ach, zack und zack. Wie sieht das denn aus, wenn ich das jetzt vielleicht hier auch so baue? Boah, da habe ich natürlich keinen hinhaben. Hier aber und vielleicht noch einen hier drauf. Oh, ich glaube, das sieht ganz cool aus, ne? Dann kommt hier noch einer hin. So. Geht ihr da schon rüber? Ja. So, eigentlich sind ja super easy, die Dinger zu bauen, ne? So, aber nur alle zwei finde ich, glaube ich, nicht schlecht, oder? Ja, ich muss ja schon fast jeden machen, ne? Weil sonst komme ich hier mit der Mitte nicht aus. So. Das finde ich eigentlich schon mal ganz geil, wenn hier so diese Bögen sind. So, hier habe ich dann einen frei. Ne, da habe ich... Ne, jeden eigentlich. Ja, klar, stimmt ja. Ich benutze ja immer zwei. So, zack, zack, zack. Ich benutze ja eigentlich jedes hiervon, quasi. Was habe ich denn hier jetzt verbaselt? Das habe ich verbaselt. So muss das, so gehört das. Anders nicht. So, das hier dran. Oder das, wenn ich da draußen nehme, sieht scheiße aus, ne? Und zum Rand hin mache ich da auch noch eins. Weil es hätte diese Höhe. Aber sieht komisch aus, glaube ich, ne? Ja, das sieht scheiße aus. Das gefällt mir nicht hier an der Mauer. Das geht nicht. So, dann kommt hier halt doch nur dieser Poller hin, aber der ein höher dafür. So. Zack, der auch noch einen höher. Okay.
Dann hätten wir hier schon mal so ein bisschen so eine Unterteilung. Und dann würde ich halt auch hier oben so machen, dass hier wirklich auch so die Gräber drunter sind. So, dass die so aufgeteilt sind vielleicht. Aber da mache ich so Hecken zwischen, das sieht cooler aus. Hedge. Where is the hedge? So, machen wir hier eher so, eher was Saftgrünes, ne? Finde ich irgendwie besser. Ah, pretty. Kriege ich jedes Mal die Achievement, wenn ich das mache. So, hier kommt natürlich auch noch eins hin. Obwohl, hier mache ich dann für das erste Grab so ein Mäuerkenn hin. So. Zack. Die müssen auch gar nicht so tief sein. Das reicht schon, glaube ich. Zack, zack, zack. Hier auch noch einen hin. Und da außen, die gibt sich ja sowieso. Gleiche werde ich auf der Seite hier machen. Kurzes Mäuerchen hin. Den Rasen aufgehoben. Hier Hecken dran gekloppt, ne? Einfach reingedrückt in die Erde. Mitte Wurzel. So, zack. Haben wir auffällig. Okay, aber hier hätte ich natürlich gerne nicht nur so einen richtig steifen Friedhof, sondern hier unten im unteren Bereich so einen Parkfriedhof. Und vielleicht sind ja hier oben eher so die Ehrengräber oder sowas. So, hier hinten ist ein Grab. Dann machen wir doch einfach hier das nächste. Oder ich mache jetzt erstmal einen Weg. Ja, das mache ich auch. Ich mache hier, die Wege werden nur zwei breit. So. Wie lange hatte ich denn jetzt so ein Grab? Vier lang quasi, ne? Vier lang. Das sind schon 1, 2, 3, 4. Aber dann wäre es ja hier quasi eigentlich richtig. Ah. Der könnte ruhig auch ein bisschen mehr Reichweite haben. Das wäre schön, der Builder's Wand. Okay, dann gehe ich hier um die Ecke quasi. Jetzt haben wir hier vier. Dann muss ich hier wieder rum. Obwohl, ne, ich mache das aber so. Hier geht der Weg so. Okay, so. Und dann aber noch einen hier herüber. So. Ja. Ah, ne, dann haben wir hier nur drei wieder. Also muss ich ja, ich muss schon eckig gehen hier eigentlich. So, dann sind halt hier ein paar größere Gräber hier nach hinten. Die haben halt ein bisschen mehr Platz. Oder man macht da so eine Doppelgruft oder so hin. Also, was heißt Gruft? So ein Doppelgrab, ne, für so Rentnerpärchen. So. Und hier innen kann natürlich auch mal noch jeweils ein Grab hin. So, die Hecken. Die ziehe ich hier erstmal komplett hin. Aber, ne, die hätte ich schon gerne im gleichen Abstand irgendwie. Und das ist dann blöd. Dann mache ich das hier doch einen kürzer und dann sind hier hinten die Gräber halt einen länger. Ist ja nicht so schlimm, ne? Kann man ja machen, wie man will. So, hier wieder Rasen reingedrückt. Wie machen wir es denn mal so? Ach, ich wollte doch die Hecke auswählen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oder ne, hier mache ich ein Doppelgrab hin, dann passt das besser. So, 4. 3 breit, 4. 3 breit, 4. Ne, 5 waren das jetzt. Aber ist ja nicht so schlimm, ne? Gibt es halt ein paar größere, paar kleinere. Deal with it, ne? Vielleicht mache ich auch hier so Urnengräber rein. So. Die kann man ja auch so ein bisschen geschlängelt führen, dass sie dann jeweils so getrennt sind voneinander, ne? So. Und hier ist nochmal ein kleines vorne dann einfach. Obwohl, ne, das musste ich ja gar nicht so machen. Da hatte ich ja eigentlich das so quasi, ne? So, machen wir mal die Wände hier. Aber oh, das gefällt mir irgendwie nicht, dass das hier so komisch ist. Was ist denn, wenn ich den so hochziehe? Wie sieht das denn aus? Finde ich, glaube ich, ganz gut. Ja, dann passt das auch besser mit dem Zaun davor. Der geht dann bis hier. Hier mache ich es jetzt gespiegelt. Unten wird es dann so ein bisschen parkfriedhofmäßiger, ne? Also, keine Sorge, dass alles so brutal symmetrisch wird. Aber gut, Leute, ich würde mal sagen, vielleicht mache ich ein bisschen offscreen weiter, vielleicht auch nicht, ne? Aber bis zur nächsten Folge. Haut rein, tschüss!